Sonnige Grüße in den Äther, liebe Zuschauer zum jetzigen JFT Live Trading TV, 16:40 Uhr, 21. Juli. Wir wollen auf den Nasdaq 100 Index schauen, der hier leicht zurückkommt heute. Leicht wohl bemerkt, wir sehen es hier unten, die Ausschläge halten sich im Rahmen, also hier von dieser großen Schwäche, wie wir sie beim DAX sehen oder auch beim Dow Jones, ist jetzt hier noch nicht so viel zu verspüren. Aber technisch hat der Index natürlich aufgrund seiner jüngsten Rallye, und wir sehen das mal hier links im Stundenchart-Intervall, wo es hier dann praktisch mit der Bodenbildung von Anfang Juli, hier ein schöner 3-4-fach Boden, ist dann hier sukzessive rausging, rauf nach oben ging und rausging eben aus diesem Konsolidierungsmuster. Und seither tut man sich hier doch schon durchaus schwer, hier signifikante Unterstützungszonen zu definieren, da der Index ja buchstäblich durch die Decke geflogen ist. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, dass wir hier die ganze Sache mal neu bewerten müssen, neu einfangen müssen. Und dazu gehen wir hier zunächst mal in den Stundenchart, schauen uns hier jetzt mal das kurzfristige Preisgeschehen an. Da sehen wir eben hier die 24-Stunden-Indikation. Und wie wir hier praktisch mit den Hochs des gestrigen Abends, und hier das gleiche Niveau wurde heute Morgen nochmal in der European Session nahezu angesteuert, jetzt aber nach unten wegkippen. Rein technisch lässt sich hier natürlich aufgrund gewisser Preisberuhigungen hier während des Nachthandels in der Indikation, das ist die 24-Stunden-Indikation, hier läuft der Handel praktisch indikativ weiter während der Nacht, während hier der Nasdaq 100 natürlich nicht offiziell im Opening sich befindet, ist aber ein guter Anhaltspunkt, um sozusagen hier eben die Marktstimmung einzufangen. Und man sieht eben, hier gibt es nur einzig in den beruhigenden Sessions über die Nacht, über der Asia-Session hier mögliche Unterstützungszonen. Drum fällt es tatsächlich schwer, hier Unterstützungszonen ausfindig zu machen. Viel klarer wird die Situation, wenn wir uns hier im Tages Schaut mal die ganze Lage anschauen. Nasdaq 100 Index hatten wir unlängst hier im Fokus vor dem Hintergrund einer negativen Divergenz, vor dem Hintergrund, dass hier der Ausbruch nicht glückt. Doch das ist Geschichte. Der Markt hat sich hier tatsächlich emporgearbeitet, wie wir das denn hier sehen. Und auch natürlich über hier das letzte, ja, Dreifach-Top sozusagen emporgehoben, insbesondere hier mit der Kerze vom 16. Juli. Hier am 15. Juli war es sehr, sehr spannend, ob es eben gelingt oder hier dann möglicherweise in Form eines neuen Tops die nächste Abwärtsbewegung droht, aber der graue Pfeil wurde hier viel mehr aktiviert. Und ja, liebe Zuschauer, es deutet eigentlich vieles darauf hin, dass der Markt eigentlich hier in Richtung Allzeithoch streben muss. Denn der Ausbruch ist vollzogen. Wenn wir auch hier jetzt diese Ausbruchsrange, jetzt können wir sie viel idealer sozusagen erfassen, denn wenn man das hier nach drüben zieht, ist das genau die Range, die wir hier vollzogen haben. Und wenn wir dieses Level jetzt praktisch nehmen, nach oben kopieren, dann haben wir A noch ein Stück dieses Niveau, dieses projizierte Preislevel zu erreichen, aber auch hier im Rahmen einer weiteren Aufwärtsbewegung das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 im Bereich 4816 Punkten eben anzusteuern. Doch was ist denn jetzt hier der Fall? Wir sehen heute hier, wie gesagt, bislang eine leichte Schwäche. Wir sind hier im RSI-Oszillator, hier in einem überkauften Bereich angekommen, der hier jetzt mit Werten knapp über 70 hier am Vortag daherkam. Und das sind doch schon ja sehr, sehr ansehnliche Werte. Wenngleich, wir haben hier auch im November, Dezember letzten Jahres gesehen, dass hier natürlich auch eine Übertreibung nach oben stattfinden kann. Aber rein von den statistischen Kennzahlen sind wir jetzt hier doch schon relativ überspannt. Und das sehen wir auch sehr deutlich, wenn wir hier die Bewegung seit dem 10.07. nach oben abtragen. Rein technisch in idealster Form wäre jetzt, wenn der Nasdaq 100 eine stärkere Korrektur vollzieht. Die muss nicht heute unbedingt schon starten, aber im Prinzip mit Blick auf die nächsten Tage ein Pullback an das Level von 4.550 Punkten wäre. Mit Verlaub, liebe Zuschauer, der absolute Knaller in Sachen. Hier bietet sich eine Pullback, eine Re-Entry-Chance für einen nachfolgenden Anstieg in Richtung Allzeithoch an. Das heißt, wir würden diesen starken Anstieg hier korrektiv sozusagen relativieren, ein Stück weit verschnaufen. Das kann man dann auch, wenn wir jetzt kein neues Hoch machen, ansonsten müssen wir das anpassen. Das kann man ja auch sehr gut mit Fibonacci einfangen. Sozusagen, da haben wir es nämlich in Paradeperfektion. Soll heißen, wenn wir diesen jüngsten Aufwärtsimpuls hier beginnend vom 9.-10. Juli hier nach oben abtragen bis zum gestrigen Tageshoch und dann hier Fibonacci auflegen, dann haben wir hier im Pullback-Bereich das 38,2 Fibonacci-Level. Das heißt nichts anderes als dann, als das, wenn der Markt jetzt hier tatsächlich zurückkommt, hier eine gesunde Korrektur von 38,2% vollziehen kann. Und wenn er dies tut, dann haben wir die Chance,
genau von diesem Punkt ausgehend eine Idealkorrektur vollzogen zu haben und der Index dann hier entsprechendes Potenzial wieder hat, um nach oben aufzudrehen. Die Chancen sind definitiv gegeben. Hier der Nasdaq 100 in einer charttechnisch sehr, sehr interessanten Situation, was natürlich nicht heißen soll, dass der Index hier schon vorzeitig jetzt auftritt in Richtung Allzeithoch. Das kann ebenso passieren. Dann muss man natürlich sehen, wie man hier in den Markt reinkommt. Jedes neue Hoch hat grundsätzlich das Potenzial, weiter nach oben den Index anzutreiben. Aber natürlich, wie vorhin schon im Stundenchart gesehen, Unterstützungsniveaus sind mit Blick auf die letzten Tage hier schwerlich auszumachen. Da findet sich tatsächlich erst hier bei 4.550, 4.545 Punkten ein Unterstützungslevel. Und genau das wäre eben das, wo man sagt, hey, hier hätte der Index gute Chancen, sich zu stabilisieren. Also wenn es jetzt mal 2, 3 Tage schwächer werden würde, wäre dies kein Beinbruch. Das wäre technisch hervorragend, um hier endlich das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 zu attackieren. Größere Rücksetzer sollte es natürlich nicht geben. Wenn wir deutlich unter 4.500 einsacken, dann haben wir natürlich hier noch das 50er Retracement, hier das 61,8er. Aber je tiefer es geht, desto gefährlicher natürlich die Situation eines Fehlausbruchs. Und dann kann man hier, könnte man theoretisch, wenn wir hier unter 4,5 gehen, insbesondere unter das 61er Fibonacci-Level, dann auch hier natürlich eine stärkere Gegenbewegung initiieren, die sich dann auch als solches hier darstellt, dass der Markt nicht die Kraft hatte, hier dieses Projektionsziel, das sich hier kurzfristig im Bereich 4.760 Punkten knapp bewegt, zu erreichen. Da muss man wirklich abwarten, ob da dann, wenn es zu so einem Fehlausbruch kommen sollte, der Markt hier nicht dann stärker einbricht. Aber wie gesagt, das direkte Erreichen dieses Projektionsziels, so wie ich das jetzt mal punktuell mache, kann nicht ausgeschlossen. Von diesem Niveau ausgehend könnte es dann hier zu dieser nochmaligen Bewegung kommen nach unten. Ob das natürlich passiert, sei mal dahingestellt. Aber das sind die Optionen, ja, die der Markt jetzt hat. Und rein technisch, wie gesagt, ein Pullback wäre buchstäblich eine Glanzleistung. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es mal zur Beschau vom Nasdaq 100. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Wir werden den sicherlich morgen auch nochmal in den Fokus nehmen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Genießen Sie die Sonne, nehmen Sie noch ein Stück weit Energie davon mit und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. In dem Zusammenhang viel Freude und auf bald, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.